sterbe lieber heute als Muslim, bevor du morgen als Kafir stirbst. Mich macht eine Geschichte sehr traurig. Ich kannte damals einen Bruder. Er war damals ein Bruder, leider ist das nicht mehr. Leider ist er es nicht mehr. Dieser Bruder damals hat mit uns, ich würde mal sagen, über 10 bis 15 Jahre regelmäßig Seminare besucht. Ich rede jetzt vor über 20 Jahren. Und er war immer der Erste, der mit uns auf Seminarfahrt gehen wollte. Und dieser hat mich verrückt gemacht, der hat alles mitgeschrieben beim Dars, als die Schüchuch da waren. Und er konnte nicht so gut Arabisch, da hat er mich immer nach jedem Wort gefragt und ich wollte selber in dem Dars konzentriert sein. Er war eifrig, ganz gleich, welches Wetter wir hatten. Er war immer bereit mitzufahren und manchmal ist er sogar alleine gefahren, irgendwohin 600, 700 Kilometer, um das Seminar zu besuchen. Dieser Mann ist jetzt bei den Sikhs. Kennt ihr diese indische Sekte, die einen Turban auf den Kopf tragen? Sikh, sagen wir im Arabischen. Das sind die, die am schlimmsten den Islam bekämpfen, mehr als jeder andere. Damals war er jemand, der auf dem Weg Allahs Azza wa Jal seine Religion praktiziert hat. Jetzt ist er auf dem Weg von Shaitan, er bekämpft am heftigsten den Islam. Er ist ein Kafir geworden, er hat den Islam verlassen. Der Tod ist für den Gläubigen besser als die Fitna. Wallahi, als was sterben wir morgen? Lieber sterben wir heute auch mit unseren Sünden, als dass wir morgen als was sterben? Als Kafir.